So. Oh, das sieht gefährlich aus. Bist du dir sicher? Klar bin ich mir sicher. Gibt es eigentlich eine Klar-bin-ich-mir-sicher-Versicherung? So langsam bahnt er sich an, der Endspurt in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalzer. Die TuS Koblenz als Tabellenzwölfter und Schlusslicht der Meisterrunde zu Gast beim Tabellenführer, beim VfR Wormatia Worms. Das Duell gab es ja vor rund einem Monat bereits im Stadion Oberwerth. Hier zeigten sich die Wormaten erst in der 90. Minute mit dem Siegtreffer erfolgreich, gewannen das Spiel mit 1:2. Koblenz musste umbauen. Auf den Innenverteidigerpositionen fehlten Lukas Cimcak mit einem Kreuzbandriss sowie Daniel von der Bracke mit einem grippalen Infekt aus. Nichtsdestotrotz macht das die junge TuS-Defensive in den Anfangsminuten richtig gut. Almir Ametei und Adit Maloku sollten die Defensive im Zentrum zusammenhalten. Und dann ein erster Angriff nach 2 Minuten auf der anderen Seite. Youssoufa Savané wird von Jean-Yves Mvoto zu Boden gebracht und das ist ein Foulspiel. Und wenn wir hier über Foulspiel reden, dann muss es die rote Karte geben. Der Schiedsrichter entschied anders. Gelb für Worms und Glück für Mvoto in dieser Situation. Der anschließende Freistoß von André Mandt, der brachte allerdings keine Gefahr ein. Das Spiel hart umkämpft, gerade in den Anfangsminuten. 5 gelbe Karten sollte es im ersten Durchgang geben. Und Worms mit den besseren Möglichkeiten. Ein erster gefährlicher Abschluss von Noel Eichinger kann die TuS-Defensive noch klären. 4 Minuten später dann die Schengel mit einem Gegenangriff auf der anderen Seite. Das ist André Mandt mit Youssoufa Savané. Wieder ist es Mandt auf Sentürk. Die Schengel mit den Optionen, mit der Flanke und mit Hatzic, der den Ball nur knapp am Tor vorbeibringt. Allerdings war zuvor auch ein Abwehrmann am Ball. Es gab eine Ecke für die Schengel, die brachte nichts ein. Stattdessen dann hier diese Aktion. Nach 18 Spielminuten Hatzic mit einer gelben Karte vorbelastet. Es sollte eine Karte mit Folgen sein. Stattdessen 4 Minuten später zunächst einmal der Abschluss von Joachims. Almir Ametei auf der Linie, fulminant zur Stelle. 2 Minuten später, Worms spielt sich jetzt immer mehr in einen Rausch. Wieder ein starker Angriff, aber Yannick Marx scheitert frei vor dem Tor. Der Koblenzer. Die 31. Minute, die nächste gute Aktion. Wieder ist Bass zur Stelle, hält der TuS aktuell die Null fest. 8 Minuten später wieder ein Standard der Gastgeber und wieder hat Buster seine Finger im Spiel, im Glück, dass Grimmer den Ball im Nachsitzen nicht mehr aufs Tor gebracht hat. Dann die 42. Spielminute, der Ball kommt zu Simon Joachims und Joachims mit dem 1:0, verdienter Führungstreffer für die Wormser, die sich hier diesen Treffer erarbeitet haben. Der 20-jährige Simon Joachims mit seinem ersten Torerfolg an diesem Nachmittag ein ganz brandgefährlicher Spieler, der eine ganz, ganz feine Schusstechnik beherrscht, hier vor Jonas Bast keinerlei Nerven zeigt. Die Antwort der Koblenzer in der Schlussminute des ersten Durchgangs. Nicht ganz ungefährlich, Almir Ametei kommt den Schritt zu spät und verpasst so einen vorzeitigen Ausgleich. Und demnach ging es mit dem Halbzeitstand von 1:0 für den haushohen Favoriten aus Worms in die Kabine. Die müssen ja quasi gewinnen. Worms kann mit einem Sieg den Punkteabstand auf den Zweitplatzierten aus Trier auf ganze 7 Zähler anwachsen lassen. Für die TuS Koblenz geht es vielmehr um die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Springen wir in den zweiten Durchgang. Worms in den Anfangsminuten von links nach rechts spielend das bessere Team und direkt mit dem 2:0. Noel Eichinger verwertet da die Vorarbeit von Henrique, die TuS-Defensive in der Aktion noch nicht wach. Das geht so einfach. Noel Eichinger hat da natürlich ganz, ganz leichtes Spiel, ein herber Rückschlag in der Ambition der Koblenzer, hier vorzeitig zurückzukommen. 2 Minuten später, die nächste Gelegenheit für die Gastgeber. Bass zunächst einmal zur Stelle und im Hintergrund rauscht Henrique ran. Der Pfosten sollte retten. Die TuS mittlerweile mit einem verletzungsbedenkten Wechsel. Youssoufa Savané ist in der Kabine geblieben. Ihn hat ein Zehenbruch erwischt.
fällt vermutlich bis zum Saisonende aus. Es sollte nicht die letzte Verletzung in diesem Spiel auf Seiten der Koblenzer bleiben. Stattdessen aber erstmal diese Aktion und das Tor! Almir Ametay mit dem 2:1, das zweite Saisontor des jungen TuS-Innenverteidigers. Der wäre letzte Woche vermutlich noch nicht einmal in der Startformation gewesen. Einer der ganz großen Gewinner dieser Saison, hat sich immer mehr in den Fokus gespielt und auch heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Anschlusstor, der verdiente Lohn. Dann allerdings die nächste Aktion, schlechter Einwurf der Schengel und plötzlich geht es ganz, ganz schnell. Das ist Joachims und dass der schießen kann, das wissen Sie jetzt. In Koblenz 3:1, Doppelpack Simon Joachims in der 64. Spielminute. Der alte Abstand wiederhergestellt. Ganz, ganz bittere Kiste für die Schengel, die hier in der Defensive schlicht und ergreifend zu passiv waren. Nur 4 Minuten später, wieder ist es die Wormatia in der Vorwärtsbewegung. Nach diesem Lapsus da von Dominik Fuß, kein Freistoß für die Schengel, stattdessen die Hereingabe von Enrique und plötzlich der Ball im Tor. Doch was ist passiert? Almir Ametay wird da eingeblendet als Torschütze. Ja, der glückliche Unglücksrabe. Eben noch vorne erfolgreich, jetzt spitzelt er den Ball mit dem Knie ins eigene Tor. Bast im kurzen Eck ist überwunden worden. Und dann verflachte die Begegnung ein wenig. Es sollte noch diesen Kracher geben, geklärt von Jonas Bast, der wirklich einen guten Tag erwischt hat, viele Situationen abzuwehren wusste. Aber es waren dann doch ein paar Schüsse der Wormser zu viel drin. So steht es also 4:1 und es läuft die 79. Spielminute. Plötzlich liegt ein Koblenz am Boden. Es ist Umut Sentürk. Für ihn geht die Reise an diesem Spieltag nicht mehr weiter. Auch er hat sich verletzt. Die Diagnose im Übrigen noch offen. Die Schengel für die letzten 10 Minuten in Unterzahl. Und tatsächlich sollte es noch schlimmer, noch dicker kommen für die TuS. Denn Eldin Hatzic mit diesem Einsteigen zu ruppig, zu hart für den Schiedsrichter. Er entschied sich für die gelb-rote Karte. In diesem Zweikampf sicherlich eine Entscheidung, die man so nachvollziehen kann. Michael Stahl hat anschließend auf der Pressekonferenz vielleicht ein klein wenig mehr Fingerspitzengefühl sich gewünscht, beim Stand von 4:1 den Kapitän vom Platz zu rufen. Eine durchaus harte Entscheidung. Mehr sollte dann allerdings nicht passieren. Worms gewann gegen die TuS Koblenz mit 4:1 standesgemäß, hatte die Mehrzahl an Torgelegenheiten. Am Ende waren es nur noch 9 wackere Koblenzer, die sich hier in jeden Ball geworfen haben, aber letzten Endes dennoch geschlagen geben mussten. Das nächste Spiel der TuS dann am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Dann sind die Schengel zu Gast beim FC Hertha Wiesbach. Die TuS Koblenz freut sich auf eure Unterstützung. Wir sind die Black Blue Schengel.